Ja, eine smarte Hauptstadt, die lebt ja genau von dem, was wir in Bern eh schon haben. Das ist nämlich Begeisterung und so die Lebensqualität, wo wir Berner Lebensgefühl sagen. Und Bern ist ja nicht einfach eine Stadt oder eine Gemeindegrenze. Bern ist ein ganzer Lebensraum, der auch sehr gross ist. Es ist ein grosser Wirtschaftsraum. Und die smarte Hauptstadt, eben, die zeigt sich in dem, dass wir sehr, sehr clever unsere Energie brauchen, dass wir dort, wo möglich, können automatisieren, also wie ein Convenience-Konzept haben für eigentlich all das, was im Alltag einfach so anfällt im Behördenverkehr. Aber nachher auch für wirklich clevere Systeme in der Mobilität und ja auch in anderen Bedürfnissen, die wir drin sind. Es geht darum, Energie letztlich bereitzustellen für die wichtigen Fragen vom Leben. Und für mich persönlich, wo ich in diesem Lebensraum natürlich daheim bin, für mich, dass ich mich um meine Lebensaufgaben kümmern kann und meine Freiheit geniessen, wenn ich das will oder dort, wo ich mich engagiere und eigentlich meine Zeit ganz gescheit einsetze. Wenn jetzt das alle machen, dass ich das 140.000 oder 180.000 Arbeitsplätze, die von dem allem profitieren, und wenn man das ein bisschen zusammenzählt, kommt da viel zusammen, wo wir die Welt vielleicht auch ein bisschen besser machen können. Und an dem würde ich es doch gerne messen. Also, Ausstrahlen von Bern heisst letztlich, was tragen wir zu dieser Welt bei?